Alles außer Regen hatten sich die Inliner-Starter heute Morgen um 9 Uhr am Start sicher gewünscht. Aber so richtig erhört wurden sie nicht. Es fisselte so leicht, als sich die Läufer von Deutz auf den Weg machten, Köln unter die Rollen zu nehmen. Etwa 2800 hatten gemeldet, die Stimmung natürlich typisch kölsch ausgelassen. Und vorne setzten sich die Spitzenläufer schnell ab, während hinten noch ordentlich geblödelt und gewartet wurde. So ähnlich wie beim laufenden Marathon steht auch für viele Inliner der Spaßfaktor hier im Vordergrund. Gut zu sehen, viele mussten eben doch sehr lange warten, bis sie loslaufen konnten. Die Straßenbedingungen waren sehr schwierig. Stürze gab es gleich zu Beginn auf der Deutzer Brücke. Diese leichte Feuchtigkeit, schwierig für die Rollen zu bewältigen. Zunächst setzte sich eine rund 50-köpfige Gruppe an die Spitze des Feldes. Gut zu sehen hier schon, es wird viel mit Windschatten gearbeitet. Damit lassen sich die Kräfte auf der langen Strecke recht gut sparen. Der Kölner Inliner Marathon auch in diesem Jahr bereits zum 9. Mal und in diesem Jahr erstmals mit einem lizenzierten Status. Und das heißt, dass die Spitzenläufer aus den Verbänden hier auch starten dürfen. Und praktisch bedeutet das, es waren bestimmte Sicherheitsvorkehrungen zu erfüllen. Und das ist auch ganz wichtig, denn besonders die Freizeitläufer hatten doch zum Teil mit erheblichen Schwierigkeiten auf der Strecke zu kämpfen. Und vorne im Pulk, da gab es ein ständiges Belauern und zum Teil auch synchrones Laufen bei Durchschnittsgeschwindigkeiten von rund 35 Stundenkilometer. Die Spitzenläufer mit vier recht großen Rollen an den maßgefertigten Schuhen unterwegs. Die ersten Attacken begannen bei Kilometer 8 auf dem Beintarngürtel. Zunächst setzten sich fünf Läufer ab, darunter auch er, Benjamin Zetsch, der amtierende deutsche Marathonmeister der Inliner, der sich für heute den Sieg vorgenommen hat. Allerdings hat er auch schon reichlich Rennen in den Knochen. Immer wieder setzten sich dann Gruppen und auch Einzelläufer ab. Etwa ab Hälfte des Rennens gelang es einer Fünfergruppe, sich etwa 10 Sekunden von den Verfolgern zu distanzieren. Das sind schon ein paar hundert Metern. Allerdings bei den Internern sind diese Vorsprünge auch schnell wieder aufzuholen. Und auf der Amsterdamer Straße bei etwa Kilometer 27 waren die fünf dann auch wieder eingefangen. Die Bedingungen ziemlich schwierig, denn auch die Handbiker hier im Mittelpunkt gut zu sehen waren auf der Straße und da fällt es auch schon schwer, Kontakt zum Vordermann zu bekommen. Die Attacken fast im Minutentakt. Hier ist es Thilo Bock, der immer wieder durch seinen aggressiven Laufstil auffiel. Trotzdem wieder Zusammenschluss, kurz vor der Zoobrücke, immer schön garniert mit kleinen taktischen Bremsereien. Kurze Zeit später, so ab Kilometer 33, wurde es dann so langsam ernst auf dem Hansaring. Jan van Loon, der Holländer, der lief ganz gerne und ganz gerne vor allem vorne weg, riss das Verfolgerfeld immer wieder auseinander. 3 Kilometer vor dem Ende dann der entscheidende Vorstoß vor dem Ziel am Neumarkt. Jan van Loon, Thilo Bock und Boris Hahn. Die anderen kämpften nur noch mit ihren schwindenden Kräften und den Handbikern und den glatten, schlüpfrigen Kurven. Und vorne, da gaben sie richtig, richtig Gas. Hier der letzte Anstieg, kurz vor der Deutzer Brücke. Da ist schon zu sehen, der letzte Kilometer wird eingeläutet. Die drei ganz eng beisammen. Und oben auf der Brücke, da waren es dann mit einmal nur noch zwei. Denn Boris Hahn konnte nicht mehr folgen. Der 17-Jährige musste oben abreißen lassen. Gut zu sehen, schwere Beine. Und vorne kämpften sie Rolle an Rolle um die Ideallinie mit 60 Stundenkilometer Richtung Ziel. Der Zieleinlauf dramatisch. Wer gewinnt? Am Ende ist es Thilo Bock. In 1:15:52, 6 Minuten langsamer als im Vorjahr. Aber die Entscheidung, eine Millimeterarbeit in Deutz. Und der Sieger Thilo Bock, der war natürlich am Ende richtig, richtig glücklich.